unsere kleine Welt. Ein eigenständiges und sensibles Ökosystem mit unzähligen Pflanzenarten, 5000 verschiedenen Insektenarten und 5 Säugetieren. 2 dieser Säugetiere, die Hansens. Ihre kleine Welt, der Schrebergarten. Frau Hansen liebt diesen Garten. Sie jätet dort Unkraut, putzt Gartenzwerge, sät Radieschen und blättert gern in Prospekten. Herr Hansen schneidet die Hecken, streut Schneckenkorn, schraubt an der Hütte und grillt gern Hähnchen. Am liebsten mit seinem Hähnchengrill. Vom Rotieren inspiriert beginnt er zu philosophieren. Was war zuerst, Henne oder Ei? Dieses Hähnchen kommt aus dem Supermarkt, 8 Kilometer entfernt. Über den Großmarkt, vom Schlachthof. Dort werden sie geköpft, gerupft, verpackt und tiefgefroren. Aufgezogen werden sie in einer Zuchthalle, die mit Küken beliefert wird, welche aus den befruchteten Eiern schlüpfen. Nach einer halben Weltreise steht fest, als erstes gab's das Ei. Frau Hansen könnte sich ähnliche Gedanken über den Weg ihrer Wasserflasche machen. Abgefüllt in Frankreich hat sie ähnlich viele Kilometer wie unsere Hähnchen zurückgelegt. Diese ganzen Transporte benötigen viel Energie. Energie gibt es in diversen Formen, die sich ineinander umwandeln lassen. Zum Beispiel chemische in Wärmeenergie oder elektrische in Bewegungsenergie. Hansens Grill wandelt elektrische Energie fast vollständig in Wärme um. Aber woher kommt diese Energie? Zunächst einmal aus der Steckdose. Zuvor mit geringem Verlust über die Leitungen und den Transformator, über die Hochspannungsleitungen aus dem Kohlekraftwerk. Aus der Energie der Kohleverbrennung gewinnt es nur 1/3 elektrische Energie. Daneben produziert es noch viel Abwärme und Abgase. Auch der Kohleabbau kostete schon viel Energie. Was übrig bleibt, nennt man Wirkungsgrad. Bei unserem Elektrogrill liegt er nur noch bei 20%. Noch weniger hatten die Dampfmaschinen zu Beginn der industriellen Revolution. Diese brachten uns Fabriken, in denen unter Einsatz von billigen Arbeitskräften Massenartikel am Fließband produziert wurden. Luxus zum Schnäppchenpreis. Produktion und Transport benötigten viel Energie, zerstörten unsere Umwelt, ermöglichten aber auch unseren heutigen Wohlstand. Wie zum Beispiel argentinisches Hochlandrind im Sonderangebot. 12.000 Kilometer gereist und doch billiger als das Fleisch vom hiesigen Landwirt. In Argentinien wird billiger produziert, weil dort ausgebeutete Arbeitskräfte für Großkonzerne ihren Lebensraum zerstören, um viele Rinder für unsere Elektrogrille zu züchten, die wie fast alle Massenprodukte in Billiglohnländern produziert werden. Deren Bevölkerung strebt auch nach mehr Wohlstand. Wie auch während unserer Industrialisierung geht dies auf Kosten der Umwelt. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe setzt Treibhausgase frei. Dadurch beschleunigen wir die Erderwärmung, was in hitzegeplagten Ländern die Situation noch verschlimmert. Völkerwanderungen nicht ausgeschlossen. Hansens freuen sich über das warme Wetter und bekommen immer mehr Besuch. Leider schmelzen aber auch die Polkappen und Teile der Welt werden überflutet. Zudem gehen die letzten fossilen Brennstoffe zur Neige und werden immer härter umkämpft. Besonders ärgerlich, da der Golfstrom sich verlagert hat und eine neue Eiszeit vor der Tür steht. Aber das liegt noch in ferner Zukunft, denn jetzt ist erstmal das Hähnchen fertig. Bon Appetit!